Bevor ich Sie mit dem Segen entlasse, möchte ich für einen sehr kranken Freund, unseren Bischof Johannes Neubauer, eine Minute des stillen Gebetes einfügen. Möge der Herr ihm die Kraft geben, seine Leiden zu überwinden und über den Schmerz hinaus Gottes Hand zu ergreifen. Amen. Aber lauf nicht gleich weg. Ich habe einen Auftrag für dich. Das Bild habe ich eigentlich dir aus Rom mitgebracht. Du sollst es auch haben, aber vorher müsst du mir helfen. Du bist doch ein kleines Genie. Behauptet mein Mathelehrer. Dann wird es ja wohl stimmen. Also folgendes. Michelangelo war auch ein Genie. Aber hier, da hat sein Genius versagt. Ich möchte, dass sich die Finger von Gott und Adam berühren. Wie das anschließt, ist mir egal, aber schnell muss es gehen. Mit einem Farbkopierer müsste das gehen. Herr Kempfert. Ah, Herr Silenius. Sie sind ja so gut gelaunt. Haben Sie mir Gift in den Messwein geträufelt und wollen jetzt sehen, wie ich umfalle? Ja, ja, das waren schöne Sitten bei den Borgias und Medicis in der guten alten Renaissance. Aber heute haben wir Möglichkeiten, weniger dramatisch zwar, aber durchaus sehr wirksam. Billig wird das nicht. Und lass mir eine Rechnung schicken. Alles klar. Wann kriege ich es wieder? Nach der Schule. Beglaubigt und genehmigt vom Weihbischof Hennig. Wir wollten St. Augustin ja schon 88 beim Abgang ihres Vorgängers schließen, aber dann kam ja sie. Gesegneten guten Morgen, wünsche ich da noch. Mir läuft's eiskalt über den Rücken, wenn ich die Brillenschlangen sehe. Na, was Gutes bedeutet das nicht. Aber wo bleibt denn noch hin? Ja, abends wird langsam Zeit. 2 Stunden vor Abflug müssen wir am Flugplatz sein. Flugplatz, Frau Bebel. Herr Stutz, nun lassen Sie der Frau doch die Freude. Ich wäre auch jetzt lieber in Gran Canaria auf dem Strand. Wäre noch nicht unbedingt mit Herrn Metzger. Ganz meinerseits. Sowieso rein platonisch, Herr Stutz. Sie können Ihre schmutzige Fantasie beruhigt wieder zusammenfalten und wegstecken. Warum geht's doch gar nicht? Am Sonntagnachmittag ist meine Weihe in Limburg und Sie wollten doch dabei sein, Frau Bebel. Diakon, was ist das schon? Sie tun ja gerade so, als würden Sie zum Papst gewählt. Na, was ist? St. Augustin. Die wollen St. Augustin schließen. Und Herr Kempfert? Er will einen Moment allein sein. Tja, was nun? Ja, und wo bin ich dann Diakon? Sehen Sie, am Ende alles für die Katz. Agnes, los, wir müssen. Komm, ich komm, kann doch jetzt komm. Hier nicht weg, da muss doch was passieren. Ja, aber gegen die Bürokraten kommen wir doch nicht an. Na, das wird jetzt sicher Zeit. Was? Komm sofort hierher. Ja, wie? Wieso? Zum was? Auto. Du musst mich in die Klinik fahren. Aber Bischof Neubauer, da liegt er und sterben. Der hat keine Ahnung, was hinter seinem Rücken passiert. Die Jungfrau von Orléans, die lasst ihr nicht mal rein in die Klinik. Horst, bitte komm. Es ist der reine Wahnsinn. 1400 Mark, unsere schönen Tickets sind im Eimer, wenn wir mit Schlag 12 am Flugplatz sind. Dann gehe ich allein zum Bischof. Ja, und Sie? Sie interessiert das wohl überhaupt nicht. Eine Jungfer von Orléans ohne Schlachtross ist sehr schwer vorstellbar. Wo ist denn der Metzger? Der Metzger zu tun, der muss 1400 Mark aus dem Reisebüro rausholen. Seine platonische Hochzeitsreise ist da geplatzt. Sie haben das Auto aber nicht geklaut. Das ist ein hässliches Wort. Geklaut. Ich bin
Das requiriert, ne? Für die Notlage. Wir müssen aber erst einmal in den Blumengeschäft. In den Blumengeschäft? Ja, danke. Ohne Blumen, das geht doch gar nicht. Aber das müssen Sie doch verstehen, Freunde. Ich kann nicht plötzlich da nach Gran Canaria düsen, wenn meine Mutter im Sterben liegt. Ja, plötzlich. Nach langen, schweren Leiden. Plötzlich und unerwartet. Man darf sich eben nicht alles gefallen lassen. Der Kuh geht eben so lange zum Brunnen, bis er bricht. Ich habe ja immer gewarnt, aber der Prophet gilt nichts in der eigenen Gemeinde. Jetzt erzählen wir noch keine Geschichten, Fräulein. Stecken Sie Ihre Nase lieber mal rein in das Kleingedruckte. Da muss was drinstehen über derartige Schicksalsschläge. Schicksalsschläge? 1400 Mark? Die wollen St. Augustin schließen. Wer? Das Ordinariat. Oh, das gibt's doch nicht. 1400 Mark für nichts und wieder nichts. Komm, ich gar nicht in die Tüte rein. Und wenn ich von Bosches zu Pilatus laufe, die 1400 Mark will ich wieder... Was? Hallo, hallo. Was, wo sind wir denn hier? Denken Sie doch einmal nicht nur an Ihr Geld, Herr Metzger. Herr Kempfert, entschuldigen Sie. Stimmt das, dass St. Augustin dicht gemacht wird? Papa, hör jetzt bitte auf. Frau Mangeberg. Kommen Sie mal kurz. Das dürfen Sie doch nicht mit sich machen lassen. Da müssen Sie was unternehmen. Ihren Freund, den Bischof, anrufen. Auf den Putz hauen. Bischof Neubauer liegt in der Klinik. Er ist zurückgetreten. Weihbischof Hennig vertritt ihn, bis ein Nachfolger gefunden ist. Ich denke, der Nachfolger sind Sie. 1800 Mark Miete im Monat im Eimer. Ja, ganz zu schweigen vom Sprudel und Salatumsatz. Also, wenn das alles ist, was Sie dazu zu sagen haben, dann tun Sie mir leid, Herr Maywald. Demut, Gehorsam, bescheidenes Wirken im Stillen. Ich habe zu viel gewollt. Und man darf nie selber wollen. Selig die Schwachen. Ich habe den starken Mann gespielt. Und jetzt kriege ich die Quittung. Und ihr alle mit. Darf ich den Brief mal lesen? Klar. Das Ganze ist so durchsichtig wie nur was. Kaum ist Neubauer ausgeschaltet, glänzt sich Silenius hinter das Domkapitel und Weihbischof Hennig bleibt nichts anderes übrig, als zu unterschreiben. Ja, Mist genug habe ich ja gebaut. Eine Bürgschaft für 60.000 Mark? Ja. Sonst hätten Sie Studienrat Götz sein verschuldetes Haus versteigert. Und. Wurde mit Wissen und Duldung des Pfarrers eine Pastoralreferentin eingestellt, die mit einem Mann evangelischen Glaubens in wilder Ehe lebt. Aber ich... Unsere Trennung, dann war ja alles umsonst. Das sind doch nur Vorwände, Eva. Man will mich loswerden, mundtot machen. St. Augustin kostet die Diözese pro Jahr über 200.000 Mark. Das sind pro Kopf und Nase 1.000 Mark für jeden, der sonntags in die Kirche kommt. Ach, so kann man doch nicht rechnen. Wir sind doch keine Firma. Doch, Taufen, Hochzeiten, Beerdigungen, Einzeln und Orko. Das glauben Sie doch selber nicht, Herr Kempfert. Nein, das darf man auch nicht glauben. Also, suchen Sie mir die Nummer von Professor Gröning an der Uni Mainz raus. Auf in den Kampf? Auf in den Kampf. Ich habe ja gar nicht gewusst, dass Sie einen Führerschein haben. Ne, habe ich auch nicht. Was? Nein, das ist schon lange nicht mehr. 2,3 Promille. Nicht, naja, 1978, als meine Bank bankrott ging. Aber keine Angst, sowas verlernt man nicht. Außerdem machen wir keine Spritztour, sondern wir sind im Dienst der guten Sache unterwegs. Ja, aber nicht so schnell. Sonst landen wir doch noch im Gefängnis. Ah, nein, nicht im Gefängnis. Auf dem Scheiterhaufen, Frau Bebel. Auf dem Scheiterhaufen. Bin gleich wieder da.
Ja, aber als Bürgermeister hast du doch auch ein Wort mitzureden. Die können doch nicht einfach die Kirche dicht machen. Wie stehen wir denn da? Noch ein Bier, Herr Maywald. Schon Ihr drittes. Na und? Am frühen Morgen. Natürlich verstehe ich dich. Aber dann musst du mich auch verstehen, dass du dein Bier demnächst woanders trinken musst, Feigling. Kriege ich jetzt noch ein Bier? Mir auch gleich eins, ja? Und einen doppelten klaren. Alles, was ihr Männer könnt, ist trinken. Haben Sie vielleicht einen besseren Vorschlag? Vielleicht ist Ihr Leben noch nicht so eine einzige Ruine wie das meinige. Erst befreit mich mein sauberer Herr Sohn von der Firma. Dann investiere ich ein kleines Vermögen in die Frau Bebel. Plus 1400 Mark in eine Traumreise. Traumreise. Statt schimmernder Sandstrände. Jetzt Abgrund, Ebbe, Vernichtung. Gehen Sie doch nach Hause, Herr Metzger. Hab kein Zuhause. Obdachlos. Selbst mein Wagen, Sportwagen, geheizte Schalensitze, alles im Eimer. Ihr Wagen, wieso? August! Was? Prost, meine Herren. Der August ist mit Ihrem Wagen und Ihrer Braut durch. Was ist? So schnell ist das gegangen? Der Pförtner hat mich nicht mal gefragt, ob der Bischof mich überhaupt sprechen will. Wer bin ich denn? Na ja. Der Bischof ist ja schließlich auch nur ein Mensch. Nicht und rein. Ein ganz armer. Ja, ja. An dem sein Bett sitzt keiner, der ihm die Hand hält. Ja, das weiß ich, aber das weiß der Pförtner nicht. Kommen Sie. Ja, was denn? Ja, nein, ich habe nicht Kopf und Kragen riskiert, um mich von einem Portier nach Hause schicken zu lassen. Ja, aber... Ich werde ihn ablenken und die Schleichen vorbei. Ja, aber das bringt doch gar nichts. Doch, das bringt sehr viel. Professor, bitte. Nein, nein, nein. Sie können ihm hier doch auch nicht helfen. Aber ich trage die Verantwortung. Ja, aber... Ah, da sind Sie ja wieder. Schmerzen? Sehr schön. Der Herr Professor meint, Sie müssten noch hierbleiben. Ich will zu Hause in meinem Bett sterben. Wer redet vom Sterben, Exzellenz? Wir haben das Exotrepin abgesetzt und versuchen was Neues. Schwester, sagen Sie es ihm. Das habe ich doch. Da ist ein Besuch da für Bischof Neubauer. Wie oft soll ich Ihnen noch sagen, dass Herr Neubauer keine Besuche... Ja. Herr Neubauer, bitte. Wer? Eine Frau Agnes Bebel. Schicken Sie sie rein. Nur 3 Minuten. Na gut, 3 Minuten. Aber wundern Sie sich nicht, wenn es Ihnen wieder schlechter geht. Agnes Bebel? Ist es eine Verwandte von Ihnen? Sozusagen. Und Sie gehen jetzt auch und schlafen aus, sonst sterben Sie noch vor mir. Ich besorge eine Vase. Aber wirklich nur 3 Minuten. Sie sehen aus wie Sketzchen am Bauch. Wenn man stirbt, sieht keiner gut aus. Na, Sie müssen doch keine Angst haben, wie unser eins. Nein. Sie kommen doch sicher gleich in den Himmel als Bischof. Schön wär's. Nein. Ich habe Angst davor, wie jeder andere auch. Aber wieso? Da ist mir doch endlich da, wo mir hingehört. Und wenn mir die Welt betrachtet, na, da kann man doch nur sehr froh sein, wenn man bald da oben ist. 3 Minuten sind kurz, Frau Bebel, und ich habe niemanden sonst, der mir helfen kann. Ja? Aber dann müssen Sie mir versprechen, dass St. Augustin nicht zugemacht wird. So, Frau Bebel. Wer will das? Na ja, der Selenius und der Gründling. Bitte, Frau Bebel. Ich werde tun, was ich kann. Aber tun Sie es, Frau Bebel. Was haben Sie vor? Geheim. Oh.
Auf mich können Sie sich verlassen, Herr Bischof. Na, was hat er gesagt? Der arme Mann hat natürlich keine Ahnung. Na, das habe ich mir gedacht. So, jetzt, wohin? Geheimsache. Ich darf nichts sagen. Ja, also, wenn ich nicht weiß, wohin, dann kann ich hier nicht hinfahren. Ach, zum Herrn Kempfert natürlich. Ah, natürlich. Schnell. Ja, schnell. Zu Befehl, gnädige Frau. Berühren sich wirklich. Toll, was? Ich denke, wir nehmen ja gleich DIN A4, ne? Was will der Kämpfer damit? Keine Ahnung. Er wird schon seine Gründe haben. Tolle Figur, der Adam. Aber deine gefällt mir auch. Du denkst wohl an nichts anderes, was? Nein. Genial. Entschuldigen Sie, aber man soll seine Gedanken immer zu Ende führen. Wenigstens sage ich das meinen Studenten. Kommt drauf an, was man denkt. Sehr richtig. Wenn ich den Gedanken zu Ende denke, der mir beim Lesen dieses erbärmlichen Erlasses auffällt, dann sieht das Ergebnis ziemlich traurig aus. Ach so. Ja, und warum kommen Sie damit zu mir? Sie kennen den Vorgang. Herr Selenius... Er hat mir eine Kopie zugehen lassen. Natürlich. Wie dumm von mir. Ich meine, schämen Sie sich nicht? Nur weil Sie mich aus dem Weg haben wollen, nehmen Sie einer ganzen Gemeinde die Kirche. Wie kommen Sie darauf, dass ich etwas damit zu tun habe? Wir können den Gedanken gerne zu Ende denken. Sie wollen Bischof werden. Alles sieht ganz rosig aus, bis mein Name auf der Liste auftaucht. Und da ich Ihnen schon mal eine Stelle weggeschnappt habe, bei der Akademie, wollen Sie diesmal auf Nummer sicher gehen. Und spannen Ihren Freund Silenius ein, der mich nicht nur genauso wenig leiden kann wie Sie, sondern auch noch an der richtigen Stelle sitzt, im Vorzimmer der Macht. Können Sie meinen Gedankengängen folgen oder muss ich noch deutlicher werden? Nein, nein. Sie haben nur einiges ausgelassen in Ihren Gedankengängen, Herr Kempfert. Sie glauben, eine Gemeinde nach Gutsherrenart führen zu können. Sie haben die Gelder Ihres Etats zweckentfremdet eingesetzt, haben praktisch gegen jede Konvention verstoßen. Sie haben sich selber Ihr eigenes Grab geschaufelt, Herr Kempfert, nicht ich oder sonst wer. Als Sie sich da im Fernsehen die rote Nase aufgesetzt haben, da wusste ich, dieser Mann darf nicht in Limburg einziehen. Der Hans Wurst auf dem Thron? Nein. Herr Kempfert, es geht mir nicht um mich. Es geht mir um meine Kirche. Ihre Kirche. Also gut, ich verzichte. Aber unter einer Bedingung. Falls Sie als Sieger aus dieser Wahl hervorgehen sollten, werden Sie als erstes das hier zerreißen. Sie kriegen den Limburger Dom, aber ich behalte St. Augustin. Ist doch ein gutes Geschäft, oder? Ganz im Sinne der Firma. August, das werde ich Ihnen nie vergessen. Naja, Sie können mir bei Gelegenheit einen eleganten Schal stricken. Das sind wir quitt. Was jetzt passiert? Oh Gott, ja. Da ist er, der Agnes.
Boah, sind Sie noch ganz bei Trostmann? Der Dank der gesamten Christenheit ist Ihnen sicher. Das ist ja wohl die bodenloseste, die mir je. Ist das alles, was Sie mir zu sagen haben? Ja, das heißt, ein Rat. In Ihrem Zustand würde ich mich nicht hier reinsetzen. Also an Ihrer Stelle. Aber ich kann Sie, wenn Sie wollen, kann ich hier nach Haus fahren. Bitte. Wie darf ich das verstehen? Bitte fahren Sie, Herr Hähnlein. Sie haben ja so recht. Ich bin fürchterlich betrunken. Und nicht nur das, schauen Sie mich an. Erledigt. Ein Wrack, ein Schatten meiner selbst. Heimatlos. Heimatlos? Das kann ich verstehen. Bitte reden Sie mit meinem Sohn. Ja? Ich kann es nicht mehr. Warum? Wir sind nicht mehr wie Väter und Söhne, wie Feuer und Wasser sind wir miteinander. Auf Sie wird er vielleicht noch hören. Auf mich? Ach, Sie wollen in den Schoß der Familie zurück? Unbedingt, sofort. Ich mir was Verzweifeltes anstelle. Nein, oh Gottes, Mann. Und Agnes? Hm? Gran Canaria, Palmenwedel, nichts mehr? Fahren Sie ein, steigen Sie los. Oder umgekehrt. Agnes weiß genau, dass ich nur meine Schwiegertochter ärgern wollte. Feines Mädchen, die Agnes. Ja. Die wird mir vergeben. Ja, aber es ist mir hoffentlich klar, dass ich so eine Aufgabe nicht umsonst erledige. Was wollen Sie? Ich möchte meinen Führerschein zurück. Sie sind doch Fahrlehrer. Eine Hand wäscht die andere. Führerschein, ja. Heiligenschein, Heilig. Alles, was Sie wollen. Was denn? Sie haben keinen Führerschein? Es ist zu spät. Also, ich weiß nicht, ob es Sinn hat, noch länger zu warten. Sie können das Brautgespräch natürlich auch mit mir führen. Ich muss jetzt nur zum Religionsunterricht. Nein, nein, Herr Kempfert wäre uns schon lieber. Herr Kempfert! Herr Kempfert! Ja, wo ist er denn? Bitte nehmen Sie Platz. Wen braucht, ist er nicht da. Das hat der Herr Kempfert mit dem lieben Gott gemeinsam. Was? Wir warten schon über eine halbe Stunde. Ach, dabei ist es so dringend. Bitte. Wenn ich Sie zwei so Hand in Hand da sitzen sehe und denke, dass Sie bald vor den Altar treten, das verdanken Sie eigentlich alles mir, gell, Heidi? Ja. Frau Bebel hat sich immer sehr um mich gekümmert und auch um Rosi. Mhm. Und meine Stelle verdanke ich auch ihr. Naja, also seit dem Kolibri natürlich auch der Frau Maywald. Das muss man der Frau hoch anrechnen, nachdem was alles... Naja, das ist ja alles Schnee von gestern, gell? Kolibri, das ist doch so ein... Animierlokal, nicht? Naja, ich habe nichts anderes gefunden. Naja, deswegen bewundere ich Sie ja auch so, Herr Wimmer. Warum? Hast du denn etwa... Wie unser Heiland, der sich der sündigen Magdalena so angenommen hat. Hast du getanzt im Kolibri? Etwa nackt? Harald, ich war in einer sehr verzweifelten Situation. Ich wollte es dir ja längst sagen. Harald! Harald! Oh Gott! Herr Wimmer, was ist denn? Sie! Frau Karnitz, ich... Was ist? Heidi! Heidi! Halt, jetzt rennen Sie nicht auch noch weg. Was ist denn passiert? Ich glaube, ich habe eben mit meinem dummen Geschwätz eine glückliche Ehe kaputt gemacht. Wie bitte? Aber wie konnte ich denn wissen, dass sie ihm noch gar nichts erzählt hat? Was? Na ja, dass sie im Kolibri als Tänzerin geschafft hat. Sie sprechen mit dem Herrn Wimmer. Ja, natürlich. Und auch mit der Heidi. Sicher? Ich
würde mir das nie verzeihen, wenn die Schuld daran wäre, wenn das... Ja, das kommt jetzt ziemlich spät, Frau Bebel. Ich habe jetzt keine Zeit, ich muss telefonieren. Ich muss Ihnen aber noch was sagen. Zimmer von Bischof Neubauer, bitte. Nein! Privatstation, Professor... Also... Ich war beim Bischof. Nein. Wann? Eben. Wie sind Sie denn da reingekommen? Mich hat man da glatt abgewiesen. Ja, man hat halt auch so seine Tricks. Der Herr Bischof hat sich sehr über meinen Besuch gefreut. Und hat mir für Sie einen Auftrag gegeben. Das darf aber keiner wissen. Na, dann weiß schon ganz Eberfeld. Ich weiß, dass ich mich vorhin dumm benommen habe. Vielleicht sogar saudumm. Und ich kann verstehen, dass Sie böse mit mir sind. Aber ich werde Ihnen das jetzt noch sagen. Und dann sind Sie mich los. Ja, ja, Agnes. Das ist heute so ein Tag, wo man am besten im Bett bleibt und die Decke über den Kopf zieht. Was hat er denn gesagt, der Neubauer? Er hat gesagt, Sie möchten ihn vom nächsten Schichtwechsel abholen. Wo? In der Klinik? Ja, er will da nicht sterben. Und der Professor will ihn nicht heimlassen. Wie stellt er sich das vor? Ja, ich kann das gut verstehen. Da ist es ja im Sasch gemütlicher als in dem kalten Zimmer, wo man nur noch grün aussieht. Schichtwechsel. Danke, Frau Bebel. Bitte. Wenn Sie wollen, komme ich gerne mit. Nein, nein. Ab hier übernehme ich wieder, wenn Sie nichts dagegen haben. Gut. Aber das mit der Heidi bringe ich Sie in Ordnung, gell? Ich werde tun, was ich kann. Ah, Hans-Peter, komm rein. Grüß Gott, Frau Bebel. Auf Wiedersehen. Jawohl. Das hast du ja toll hingekriegt. Ist das für Bischof Neubauer? Ja. Das merkt er doch sofort. Das soll er ja auch. Nee, nee, ich sitze vorn. Ich hoffe, es hat keine Probleme gegeben wegen dem Wagen. Wenn. Und mein Chef würde ich den Limburger Dom klauen, wenn es sein muss. Das ist einfacher, als einen Bischof zu klauen. Das ist das Prälude Nummer 4 in E-Moll von Frédéric Chopin. Es ist das Lieblingsstück eines Mannes, der jetzt gerade irgendwo ziellos in seinem Auto herumfährt und Tränen in den Augen hat. Heiße Tränen der Enttäuschung und des tief verletzten Stolzes. Vor mir steht eine Frau. Auch sie hat Tränen in den Augen. Aber ihre Tränen sind bitter. Tränen der Verzweiflung. Und der Hoffnung, dass der Mann ihr verzeiht. Ich liebe dich, Harald. Und wenn du mich auch liebst, dann vergiss, was geschehen ist. Und so, wie ich vergessen durfte, in deinen Armen. Komm zurück, Liebling. Also wenn mir das eine Frau sagen würde, dann würde ich sowas von auf die Bremse treten und das Steuer herumreißen. Auch wenn die Frau früher mal Striptänzerin war? Ja, schade, dass ich das verpasst habe. Ich meine, Harald soll doch froh sein, dass so eine Frau überhaupt auf ihn abfährt. Der Schönste ist er, weiß Gott nicht. Die Frage ist nur, ob er die Sendung überhaupt mitkriegt. Was ist, wenn er das Radio nicht anhat? Das ist immer an. Der Knopf ist ab. Sehr gut. Dann relaxen Sie. So wie Sie das eben gebracht haben, da kniet der gute alte Harald in 0, nichts vor Ihnen und küsst Ihnen die Tränen von den Wangen. Oder soll ich? So einen Chef wie den Neubauer kriege ich nie mehr. Es sei denn, Sie gewinnen das Rennen. Aber wie ich den Laden kenne, macht es der Dünnbrettbohrer aus Mainz. Ich glaube, es ist soweit. Die Ersten gehen. Also, wie abgemacht.
Sie bleiben hier und in genau 10 Minuten fahren Sie beim Hinterausgang vor. Alles klar, mein Kapitän. So, jetzt schlafen wir schön. Bis morgen, Herr Bischof. Und falls Sie schnapsen kriegen sollten, die Nachtschwester kommt gleich. Nachtschwester. Mit dem der Professor mich trägt, den Mantel los. Ansonsten bin ich völlig in Ordnung. Sagte der Bischof, wie viel tot um. Wo sind deine Schuhe? Was Schuhe? Die Kartoffeln. Mach schon, sonst hätte ich uns noch. Mach schon. So kommen wir hier nie raus. Wir nehmen den Wäscheraufzug. Geh mich hier inzwischen besser aus als in meinem Dom. Los, guck mal, ob die Luft rein ist. Wie du redest, wie die Gangster in einem Schwarz-Weiß-Film aus den 50er Jahren. Ja, da war ich auch zum letzten Mal im Kino, 1953. Riffifi? 53, da war die Luft auch noch rein. Alles klar. Und der Professor legt größten Wert darauf, dass ein Bischof auf Nummer 7 alle 10 Minuten gecheckt wird. Wenn er Schmerzen hat, kriegt er so viel Morphium wie nötig, okay? Okay. Aufhören, eure nassen Taschentücher zu zerkauen. Romeo ist soeben vorgefahren und Julia eilt in seine Arme. Falls sie sich nicht noch kurz vor dem Happy End auf der Kirchturmtreppe zu Tode stürzt. Wo bleibst du denn so lange? Aus dem Kaugummiautomaten. Vom Kolibri. Ab jetzt tanze ich nur noch für dich. Und das heißt, Kempfert ist bereit aufzugeben. Wenn ich bereit bin, ihm seine Gemeinde zu lassen. So ist es brav. Jetzt haben wir ihn endlich da, wo wir ihn haben wollten. Gratuliere, Exzellenz. Noch bin ich nicht gewählt. Was soll denn noch schiefgehen? Weihbischof Hennig hat keine Chance, Kempfert hat kapituliert und sein Freund Neubauer liegt auf der Intensivstation. Was war das? Haben Sie es auch gehört? So nett und holen mir meine Tasche aus dem Auto. Klar. Herr Kempfert, was? Gut, dass ich komme. Verständigen Sie Schwester Felicitas und sagen Sie ihr, sie soll sich auf eine lange Nacht einrichten. Herr Neubauer, tun Sie, was er sagt. Danke. Alter, hast du Schmerzen? Ja. Aber im eigenen Bett lassen Sie sich leichter ertragen.
Bett. Sind schon 14 Bischöfe gestorben. Ich bin Nummer 15. Man will dir dein St. Augustin wegnehmen. Du weißt. Oh, Bebel. Lass nur. Wenn du erst auf meinem Stuhl sitzt, gehört dir nicht nur Eberfeld. Dann gehört dir das ganze Bistum. Ich muss dir was sagen. Professor Grünling und ich. Das war wohl unsere letzte Fahrt zusammen. Und die schönste. Danke, Felix. Ausgerechnet jetzt, wo wir das neue Modell bekommen. Mit elektronischer Sitzeinstellung. Vorn und hinten. Tja, da sitzt dein neuer Chef, Felix. Lass dir nichts gefallen. Ich bringe dann noch die Zeitung zum Frühstück. Johannes? Das ist sehr lieb. Nein, nein. Du musst schon genauer hinschauen. Wenn du es schon nicht schaffst. Ich hab's geschafft. Drückst dich selbst, Alter. Es ist doch eine Lüge. Je älter ich werde, umso klarer wird mir, dass alles, was man uns beigebracht hat, nicht stimmt. Dass unser Leben, die Welt, unsere Gedanken, Gefühle, dass die Realität eine Illusion ist. Es ist genau umgekehrt, Johannes. Die Illusion. Unsere Vorstellung von der Welt und Gott. Unsere Illusionen sind die Realität. Alles, was du willst, wenn du es nur denken kannst, wird werden. Und wenn du willst, dass Gott dir die Hand gibt, dann nimm sie dir. Und wenn es eine Lüge ist, dann ist es eine wahre Lüge. Der Tag hat uns so mancherlei Fröhliches beschert. Und jetzt kommt die Nacht, in der unser Bischof mit dem Tode kämpft. Tja, so eng liegen Freud und Leid beieinander, dass man sie manchmal kaum auseinanderhalten kann. Einer hat mal gesagt, wahrscheinlich war es unser Herr Goethe, dass geboren werden nichts anderes sei als sterben. Das ist ein schwacher Trost. Denn mit Bischof Neubauer wird auch St. Augustin sterben. Und mit St. Augustin auch unser heißgeliebter Sender hier oben im Kirchturm. Ja, Brüder und Schwestern. Entschuldigung, Schwestern und Brüder. Vielleicht ist das unsere letzte Sendung. Aber bevor auf dieser Frequenz tödliche Stille herrscht, werden wir nochmal richtig aufdrehen. Du, was willst du machen? Weiß noch nicht. Ich habe ein Angebot von einem Privatsender in Berlin. Mhm. Ja, wenn du willst, kannst du mitkommen. Die suchen noch so eine Redakteurin für so Frauenkram. Frauenkram? Du weißt schon. Ja. Nachdem du deinen Freund in den Wald geschickt hast und Kämpfer ins Kloster geht, was willst du denn noch hier?
Kempfert kann einem schon leid tun. Man hat ihm einen Traum kaputt gemacht. Und jetzt? Die Kirche ist kein Traum. Der Löwe hat das Lamm gefressen. Nein. Wo das Lamm beim Löwen schläft. Kempfert hat geglaubt, dass das geht. Was meinst du, warum die Menschen die Musik erfunden haben? Weil das Leben ohne Musik nicht zu ertragen wäre. Ohne Gott auch nicht. Die Frage ist nur, wie hält Gott das aus? Die Schwiegertochter hat geheult, der Herr Metzger hat selber geheult, ich habe geheult. Eberbach wird morgen wieder Hochwasser haben. Na endlich, wo bleiben Sie denn? St. Augustin wird nicht geschlossen. Ein Mann, ein Wort, jetzt haben Sie einen krassen Sprudelkuchen bei mir. Die Jungfer von Orleans hat diese Schlacht gewonnen. Freuen Sie sich nicht zu früh. Bischof Neubauer überlässt die Entscheidung seinem Nachfolger. Also Ihnen, ja. Ist doch alles bestens. Ja, eben nicht. Da haben wir eine Kirche, aber keinen Pfarrer. Und deshalb verzichte ich auf die Kandidatur. So, und jetzt gute Nacht, ich bin todmüde. Da wird doch dieser Grünling Bischof. Das wird er doch sowieso. Erster Favorit. Er steht ganz oben auf der Liste aus Rom. Ich bin nur Nummer 3. Also, jetzt verstehe ich überhaupt nichts mehr. Stutz. Theo. Ja. Kommen Sie. Oh Gott, ich wollte nur, ich dachte, ich warte auf Sie. Sie können gern hier schlafen. Ich hole Ihnen eine Decke. Nein. Ich habe mich nur zum ersten Mal in meinem Leben betrunken. Und? Hat's geholfen? Haben Sie mit Neubauer gesprochen? St. Augustin. Sie dürfen das nicht zulassen, Herr Kempfert. St. Augustin ist doch alles, was ich habe. Ich habe keine Frau, keine Kinder. Wie Sie. Genau wie Sie. Und jetzt, wo ich kurz vor der Diakonweihe stehe, was soll ich denn da noch auf der Welt? Jetzt legen Sie sich erst mal hin. Und morgen sieht alles ganz anders aus. Thank you.
Ist er da? Leute, ihr könnt aufhören, eure nassen Taschentücher zu zerkauen. Romeo ist soeben vorgefahren und Julia eilt in seine Arme. Falls sie sich nicht noch kurz vor dem Happy End auf der Kirchturmtreppe zu Tode stürzt. Wo bleibst du denn so lange? Aus dem Kaugummiautomaten. Vom Kolibri. Ab jetzt tanze ich nur noch für dich. Und das heißt, Kempfert ist bereit aufzugeben. Wenn ich bereit bin, ihm seine Gemeinde zu lassen. So ist es brav. Jetzt haben wir ihn endlich da, wo wir ihn haben wollten. Gratuliere, Exzellenz. Noch bin ich nicht gewählt. Was soll denn noch schiefgehen? Weihbischof Hennig hat keine Chance, Kempfert hat kapituliert und sein Freund Neubauer liegt auf der Intensivstation. Was war das? Haben Sie es auch gehört? Und holen mir meine Tasche aus dem Auto. Klar. Herr Kempfert, was? Gut, dass ich komme. Verständigen Sie Schwester Felicitas und sagen Sie ihr, sie soll sich auf eine lange Nacht einrichten. Herr Neubauer, tun Sie, was er sagt. Danke. Alter, hast du Schmerzen? Ja. Aber im eigenen Bett lassen Sie sich leichter ertragen. Will dir dein Sankt Augustin wegnehmen? Du weißt. Oh, Bebel, lass nur. Wenn du erst auf meinem Stuhl sitzt, gehört dir nicht nur Eberfeld. Dann gehört dir das ganze Bistum. Ich muss dir was sagen. Professor Grünling und ich. Das war wohl unsere letzte Fahrt zusammen. Und die schönste. Danke, Felix. Ausgerechnet jetzt, wo wir das neue Modell bekommen. Mit elektronischer Sitzeinstellung. Vorn und hinten. Tja, da sitzt der neue Chef, Felix. Lass dir nichts gefallen. Ich bringe dann noch die Zeitung zum Frühstück. Johannes? Das ist sehr lieb. Nein, nein. Du musst schon genauer hinschauen. Wenn du es schon nicht schaffst. Ich hab's geschafft. Du betrügst dich selbst, Alter.
Das ist doch eine Lüge. Je älter ich werde, umso klarer wird mir, dass alles, was man uns beigebracht hat, nicht stimmt. Dass unser Leben, die Welt, unsere Gedanken, Gefühle, dass die Realität eine Illusion ist. Es ist genau umgekehrt, Johannes. Die Illusion, unsere Vorstellung von der Welt und Gott, unsere Illusionen sind die Realität. Alles, was du willst, wenn du es nur denken kannst, wird werden. Und wenn du willst, dass Gott dir die Hand gibt, dann nimm sie dir. Und wenn es eine Lüge ist, dann ist es eine wahre Lüge. Der Tag hat uns so mancherlei Fröhliches beschert. Und jetzt kommt die Nacht, in der unser Bischof mit dem Tode kämpft. Tja, so eng liegen Freud und Leid beieinander, dass man sie manchmal kaum auseinanderhalten kann. Einer hat mal gesagt, wahrscheinlich war es unser Herr Goethe, dass geboren werden nichts anderes sei als sterben. Das ist ein schwacher Trost. Denn mit Bischof Neubauer wird auch St. Augustin sterben. Und mit St. Augustin auch unser heißgeliebter Sender hier oben im Kirchturm. Ja, Brüder und Schwestern. Entschuldigung, Schwestern und Brüder. Vielleicht ist das unsere letzte Sendung. Aber bevor auf dieser Frequenz tödliche Stille herrscht, werden wir noch mal richtig aufdrehen. Und du? Was willst du machen? Weiß noch nicht. Ich habe ein Angebot von einem Privatsender in Berlin. Ja, wenn du willst, kannst du mitkommen. Die suchen noch so eine Redakteurin für so für Frauenkram. Frauenkram? Du weißt schon, ja. Nachdem du deinen Freund in den Wald geschickt hast und Kempfert ins Kloster geht, was willst du denn noch hier? Ich habe zu viel gewollt. Und man darf nie selber wollen. Selig die Schwachen. Ich habe den starken Mann gespielt. Und jetzt kriege ich die Quittung. Und ihr alle mit. Darf ich den Brief mal lesen? Klar. Das Ganze ist so durchsichtig wie nur was. Kaum ist Neubauer ausgeschaltet, glänzt sich Silenius hinter das Domkapitel und Weihbischof Hennig bleibt nichts anderes übrig, als zu unterschreiben. Ja, Mist genug habe ich ja gebaut. Eine Bürgschaft für 60.000 Mark? Ja. Sonst hätten sie Studienrat Götz sein verschuldetes Haus versteigert. Und. Wurde mit Wissen und Duldung des Pfarrers eine Pastoralreferentin eingestellt, die mit einem Mann evangelischen Glaubens in wilder Ehe lebt. Aber ich... Unsere Trennung, dann war ja alles umsonst. Das sind doch nur Vorwände, Eva. Man will mich loswerden, mundtot machen. St. Augustin kostet die Diözese pro Jahr über 200.000 Mark. Das sind pro Kopf und Nase 1.000 Mark für jeden, der sonntags in die Kirche kommt. So kann man doch nicht rechnen. Wir sind doch keine Firma. Doch. Taufen, Hochzeiten, Beerdigungen, Einzeln und Orko. Das glauben Sie doch selber nicht, Herr Kempfert. Nein. Das darf man auch nicht glauben. Also, suchen Sie mir die Nummer von Professor Gröninger an der Uni Mainz raus. Auf in den Kampf? Auf in den Kampf. Ich habe ja gar nicht gewusst, dass Sie einen Führerschein haben. Nee, habe ich auch nicht. Was? Nein, das ist schon lange nicht mehr. 2,3 Promille. Nicht, naja, 1978, als meine Bank bankrott ging. Aber keine Angst, sowas
So was verlernt man nicht. Außerdem machen wir keine Spritztour, sondern wir sind im Dienst der guten Sache unterwegs. Ja, aber nicht so schnell. Wo, sonst landen wir doch noch im Gefängnis. Ah, nein, nicht im Gefängnis. Auf dem Scheiterhaufen, Frau Bebel. Auf dem Scheiterhaufen. Bin gleich wieder da. Ja, aber als Bürgermeister hast du doch auch ein Wort mitzureden. Die können doch nicht einfach die Kirche dicht machen. Wie stehen wir denn da? Noch ein Bier, Herr Maywald. Schon ihr drittes. Na und? Am frühen Morgen. Natürlich verstehe ich dich. Aber dann musst du mich auch verstehen, dass du dein Bier demnächst woanders trinken musst, Feigling. Krieg ich jetzt noch ein Bier? Mir auch gleich eins, ja? Und? Einen doppelten klaren. Alles, was ihr Männer könnt, ist trinken. Haben Sie vielleicht einen besseren Vorschlag? Vielleicht ist Ihr Leben noch nicht so eine einzige Ruine wie das meinige. Erst befreit mich mein sauberer Herr Sohn von der Firma. Dann investiere ich ein kleines Vermögen in die Frau Bebel. Plus 1400 Mark in eine Traumreise. Traumreise. Statt schimmernder Sandstrände, jetzt Abgrund, Ebbe, Vernichtung. Gehen Sie doch nach Hause, Herr Metzger. Hab kein Zuhause. Obdachlos. Selbst mein Wagen, Sportwagen, geheizte Schalensitze, alles im Eimer. Ihr Wagen, wieso? August! Was? Prost, meine Herren. Der August ist mit ihrem Wagen und ihrer Braut durch. Ah, was ist? So schnell ist das gegangen? Der Pförtner hat mich nicht mal gefragt, ob der Bischof mich überhaupt sprechen will. Wer bin ich denn? Na ja. Der Bischof ist ja schließlich auch nur ein Mensch nicht und ein ganz Armer. Ja, ja. An dem sein Bett sitzt keiner, dem die Hand hält. Ja, das weiß ich, aber das weiß der Pförtner nicht. Kommen Sie. Ja, was denn? Ja, nein, ich habe nicht Kopf und Kragen riskiert, um mich von einem Portier nach Hause schicken zu lassen. Ja, aber... Ich werde ihn ablenken und die Schleichen vorbei. Ja, aber das bringt doch gar nichts. Doch, das bringt ja. Professor, bitte. Nein, nein. Sie können ihm hier doch auch nicht helfen. Aber ich trage die Verantwortung. Ja, aber... Da sind Sie ja wieder. Schmerzen? Sehr schön. Der Herr Professor meint, Sie müssten noch hierbleiben. Ich will zu Hause in meinem Bett sterben. Wer redet vom Sterben, Exzellenz? Wir haben das Exotrepin abgesetzt und versuchen was Neues. Schwester, sagen Sie es ihm. Das habe ich doch. Er ist ein Besuch da für Bischof Neubauer. Wie oft soll ich Ihnen noch sagen, dass Herr Neubauer keine Besuche... Ja. Herr Neubauer, bitte. Wer? Eine Frau Agnes Bebel. Schicken Sie sie rein. Nur 3 Minuten. Na gut, 3 Minuten. Aber wundern Sie sich nicht, wenn es Ihnen wieder schlechter geht. Agnes Bebel? Ist es eine Verwandte von Ihnen? Sozusagen. Und Sie gehen jetzt auch und schlafen aus, sonst sterben Sie noch vor mir. Ich besorge eine Vase. Aber wirklich nur 3 Minuten. Sie sehen aus wie das Kätzle am Bauch. Wenn man stirbt, sieht keiner gut aus. Na, Sie müssen doch keine Angst haben, wie unser eins. Nein. Sie kommen doch sicher gleich in den Himmel als Bischof. Schön wär's. Nein. Ich habe Angst davor, wie jeder andere auch. Aber wieso? Da ist mir doch endlich da, wo mir hingehört. Und wenn mir die Welt betrachtet. Na, da kann man doch nur sehr froh sein, wenn man bald da oben ist.
3 Minuten sind kurz, Frau Bebel, und ich habe niemanden sonst, der mir helfen kann. Ja? Aber dann müssen Sie mir versprechen, dass St. Augustin nicht zugemacht wird. So, Frau Bebel. Wer will das? Na ja, der Selenius und der Gründling. Bitte, Frau Bebel. Ich werde tun, was ich kann. Aber tun Sie's, Frau Bebel. Was haben Sie vor? Geheim. Auf mich können Sie sich verlassen, Herr Bischof. Na, was hat er gesagt? Der arme Mann hat natürlich keine Ahnung. Na, das habe ich mir gedacht. So, jetzt wohin? Geheimsache. Ich darf nichts sagen. Ja, also, wenn ich nicht weiß, wohin, dann kann ich hier nicht hinfahren. Ach, zum Herrn Kempfert natürlich. Ah, natürlich. Schnell. Ja, schnell. Zu Befehl, nee, berühren sich wirklich. Toll, was? Ich denke, wir nehmen ja gleich DIN A4, ne? Was will der Kämpfer damit? Keine Ahnung. Er wird schon seine Gründe haben. Tolle Figur, der Adam. Aber deine gefällt mir auch. Du denkst wohl an nichts anderes, was? Nein. Genial. Entschuldigen Sie, aber man soll seine Gedanken immer zu Ende führen. Wenigstens sage ich das meinen Studenten. Kommt drauf an, was man denkt. Sehr richtig. Wenn ich den Gedanken zu Ende denke, der mir beim Lesen dieses erbärmlichen Erlasses auffällt, dann sieht das Ergebnis ziemlich traurig aus. Ach so. Und warum kommen Sie damit zu mir? Sie kennen den Vorgang. Herr Selenius, er hat mir eine Kopie zugehen lassen. Natürlich. Wie dumm von mir. Ich meine, schämen Sie sich nicht? Nur weil Sie mich aus dem Weg haben wollen, nehmen Sie einer ganzen Gemeinde die Kirche. Wie kommen Sie darauf, dass ich etwas damit zu tun habe? Wir können den Gedanken gerne zu Ende denken. Sie wollen Bischof werden. Alles sieht ganz rosig aus, bis mein Name auf der Liste auftaucht. Und da ich Ihnen schon mal eine Stelle weggeschnappt habe, bei der Akademie, wollen Sie diesmal auf Nummer sicher gehen. Und spannen Ihren Freund Silenius ein, der mich nicht nur genauso wenig leiden kann wie Sie, sondern auch noch an der richtigen Stelle sitzt, im Vorzimmer der Macht. Können Sie meinen Gedankengängen folgen oder muss ich noch deutlicher werden? Nein, nein. Sie haben nur einiges ausgelassen in Ihren Gedankengängen, Herr Kempfert. Sie glauben, eine Gemeinde nach Gutsherrenart führen zu können. Sie haben die Gelder Ihres Etats zweckentfremdet eingesetzt, haben praktisch gegen jede Konvention verstoßen. Sie haben sich selber Ihr eigenes Grab geschaufelt, Herr Kempfert, nicht ich oder sonst wer. Als Sie sich da im Fernsehen die rote Nase aufgesetzt haben, da wusste ich, dieser Mann darf nicht in Limburg einziehen. Der Hans Wurst auf dem Thron? Nein. Herr Kempfert, es geht mir nicht um mich. Es geht mir um meine Kirche. Ihre Kirche. Also gut, ich verzichte. Aber unter einer Bedingung. Falls Sie als Sieger aus dieser Wahl hervorgehen sollten, werden Sie als erstes das hier zerreißen. Sie kriegen den Limburger Dom, aber ich behalte St. Augustin.
Ist doch ein gutes Geschäft, oder? Ganz im Sinne der Firma. Eine Frage noch. Im Fernsehen. August, das werde ich Ihnen nie vergessen. Na ja, Sie können mir bei Gelegenheit einen eleganten Schal stricken. Das nimmt mir quitt. Was jetzt passiert? Oh Gott, da ist er, Agnes. Ja, sind Sie noch ganz bei Trostmann? Der Dank der gesamten Christen heißt es Ihnen sicher. Das ist ja wohl die bodenloseste, die mir je. Ist das alles, was Sie mir zu sagen haben? Ja, das heißt ein Rat. In Ihrem Zustand würde ich mich nicht hier reinsetzen. Also an Ihrer Stelle. Aber ich kann Sie, wenn Sie wollen, kann ich hier nach Haus fahren. Bitte. Wie darf ich das verstehen? Bitte fahren Sie, Herr Hähnlein. Sie haben ja so recht. Ich bin fürchterlich betrunken. Und nicht nur das, schauen Sie mich an. Erledigt. Ein Wrack, ein Schatten meiner selbst. Heimatlos. Heimatlos? Das kann ich verstehen. Bitte reden Sie mit meinem Sohn. Ja? Ich kann es nicht mehr. Warum? Wir sind nicht mehr wie Väter und Söhne, wie Feuer und Wasser sind wir miteinander. Auf Sie wird er vielleicht noch hören. Auf mich? Ach, Sie wollen in den Schoß der Familie zurück? Unbedingt, sofort. Ich mir was Verzweifeltes anstelle. Nein, oh Gottes, Mann. Und Agnes? Hm? Gran Canaria, Palmenwedel, nichts mehr? Fahren Sie ein, steigen Sie los. Oder umgekehrt. Agnes weiß genau, dass ich nur meine Schwiegertochter ärgern wollte. Feines Mädchen, die Agnes. Ja. Die wird mir vergeben. Ja, aber es ist mir hoffentlich klar, dass ich so eine Aufgabe nicht umsonst erledige. Was wollen Sie? Ich möchte meinen Führerschein zurück. Sie sind doch Fahrlehrer. Eine Hand wäscht die andere. Führerschein, ja. Heiligenschein, heilig. Alles, was Sie wollen. Was denn? Sie haben keinen Führerschein. Es ist zu spät. Also, ich weiß nicht, ob es Sinn hat, noch länger zu warten. Sie können das Brautgespräch natürlich auch mit mir führen. Ich muss jetzt nur zum Religionsunterricht. Nein, nein, Herr Kempfert wäre es schon lieber. Herr Kempfert! Herr Kempfert! Ja, wo ist er denn? Bitte nehmen Sie Platz. Wen braucht, ist er nicht da. Das hat der Herr Kempfert mit dem lieben Gott gemeinsam. Was? Wir warten schon über eine halbe Stunde. Ach, dabei ist es so dringend. Bitte. Wenn ich Sie zwei so Hand in Hand da sitze sehe und denke, dass Sie bald vor den Altar treten, das verdanken Sie eins alles mir, gell, Heidi? Ja. Frau Bebel hat sich immer sehr um mich gekümmert und auch um Rosi. Mhm. Und meine Stelle verdanke ich auch ihr. Naja, also seit dem Kolibri natürlich auch der Frau Maywald. Das muss man der Frau hoch anrechnen, nachdem was alles bei... Naja, das ist ja alles Schnee von gestern, gell? Kolibri, das ist doch so ein... Animierlokal, nicht? Naja, ich habe nichts anderes gefunden. Naja, deswegen bewundere ich Sie ja auch so, Herr Wimmer. Warum? Hast du denn etwa... Wie unser Heiland, der sich der sündigen Magdalena so angenommen hat. Hast du getanzt im Kolibri? Etwa nackt? Harald, ich war in einer sehr verzweifelten Situation. Ich wollte es dir ja längst sagen. Harald! Harald! Oh Gott! Herr Wimmer, was ist denn? Sie! Frau Karnitz, ich... Was ist? Heidi! Halt, jetzt rennen Sie nicht auch noch weg. Was ist denn passiert?
Ich glaube, ich habe eben mit meinem dummen Geschwätz eine glückliche Ehe kaputt gemacht. Wie bitte? Aber wie konnte ich denn wissen, dass sie ihm noch gar nichts erzählt hat? Was? Na ja, dass sie im Kolibri als Tänzerin geschafft hat. Sie sprechen mit Herrn Wimmer. Ja, natürlich. Und auch mit der Heidi. Sicher? Ich würde mir das nie verzeihen, wenn die Schuld daran wäre, wenn das... Ja, das kommt jetzt ziemlich spät, Frau Bebel. Ich habe jetzt keine Zeit, ich muss telefonieren. Ich muss Ihnen aber noch was sagen. Zimmer von Bischof Neubauer, bitte. Nein! Privatstation, Professor... Also... Ich war beim Bischof. Nein. Wann? Eben. Wie sind Sie denn da reingekommen? Mich hat man da glatt abgewiesen. Ja, man hat halt auch so seine Tricks. Und Herr Bischof hat sich sehr über meinen Besuch gefreut. Und hat mir für Sie einen Auftrag gegeben. Das darf aber keiner wissen. Na, dann weiß ich schon ganz Eberfeld. Ich weiß, dass ich mich vorhin dumm benommen habe. Vielleicht sogar saudumm. Und ich kann verstehen, dass Sie böse mit mir sind. Aber ich werde Ihnen das jetzt noch sagen. Und dann sind Sie mich los. Ja, ja, Agnes, das ist heute so ein Tag, wo man am besten im Bett bleibt und die Decke über den Kopf zieht. Was hat er denn gesagt, der Neubauer? Er hat gesagt, Sie möchten ihn vom nächsten Schichtwechsel abholen. Wo? In der Klinik? Ja, er will da nicht sterben. Und der Professor will ihn nicht heimlassen. Wie stellt er sich das vor? Ja, ich kann das gut verstehen. Da ist es ja im Sasch gemütlicher als in dem kalten Zimmer, wo man nur noch grün aussieht. Schichtwechsel. Danke, Frau Bebel. Bitte. Wenn Sie wollen, komme ich gerne mit. Nein, nein. Ab hier übernehme ich wieder, wenn Sie nichts dagegen haben. Gut. Aber das mit der Heidi bringe ich Sie in Ordnung, gell? Ich werde tun, was ich kann. Ah, Hans-Peter, komm rein. Grüß Gott, Frau Bebel. Auf Wiedersehen. Jawohl. Das hast du ja toll hingekriegt. Ist das für Bischof Neubauer? Ja. Das merkt er doch sofort. Das soll er ja auch. Nee, nee, ich sitze vorn. Ich hoffe, es hat keine Probleme gegeben wegen dem Wagen. Wenn. Mein Chef würde ich den Limburger Dom klauen, wenn es sein muss. Das ist einfacher, als einen Bischof zu klauen. Das ist das Prälude Nummer 4 in E-Moll von Frédéric Chopin. Es ist das Lieblingsstück eines Mannes, der jetzt gerade irgendwo ziellos in seinem Auto herumfährt und Tränen in den Augen hat. Heiße Tränen der Enttäuschung und des tief verletzten Stolzes. Vor mir steht eine Frau. Auch sie hat Tränen in den Augen. Aber ihre Tränen sind bitter. Tränen der Verzweiflung. Und der Hoffnung, dass der Mann ihr verzeiht. Ich liebe dich, Harald. Und wenn du mich auch liebst, dann vergiss, was geschehen ist. Und so, wie ich vergessen durfte, in deinen Armen. Komm zurück, Liebling. Also wenn mir das eine Frau sagen würde, dann würde ich sowas von auf die Bremse treten und das Steuer herumreißen. Auch wenn die Frau früher mal Striptänzerin war? Ja, schade, dass ich das verpasst habe. Ich meine, Harald soll doch froh sein, dass so eine Frau überhaupt auf ihn abfährt. Der Schönste ist er, weiß Gott nicht. Die Frage ist nur, ob er die Sendung überhaupt mitkriegt. Was ist, wenn er das Radio nicht anhat? Das ist immer an. Der Knopf ist ab. Sehr gut. Dann relaxen Sie. So wie Sie das eben gebracht haben, da kniet der gute alte Harald 0, nichts vor Ihnen und küsst Ihnen die Tränen von den Wangen. Oder soll ich? Musik.
Bein, Chef. Den Neubauer kriege ich nie mehr. Es sei denn, Sie gewinnen das Rennen. Aber wie ich den Laden kenne, macht es der Dünnbrettbohrer aus Mainz. Ich glaube, es ist soweit. Die Ersten gehen. Also, wie abgemacht. Sie bleiben hier und in genau 10 Minuten fahren Sie beim Hinterausgang vor. Alles klar, mein Kapitän. So, jetzt schlafen wir schön. Bis morgen, Herr Bischof. Falls Sie schmerzen kriegen sollten, die Nachtschwester kommt gleich. Nachtschwester. Mit dem der Professor mich trägt, mit Mantel los. Ansonsten bin ich völlig in Ordnung. Sagte der Bischof, wie viel tot um. Wo sind denn Schuhe? Was Schuhe? Die Kartoffeln gehen los. Mach schon, sonst hätte ich uns noch. Mach schon. Also kommen wir hier nie raus. Wir nehmen den Wäscheaufzug. Ich kenne mich hier inzwischen besser aus als in meinem Dom. Los, guck mal, ob die Luft rein ist. Wie du redest, wie die Gangster in einem Schwarz-Weiß-Film aus den 50er Jahren. Ja, da war ich auch zum letzten Mal im Kino, 1953. Riffifi. 53, da war die Luft auch noch rein. Alles klar. Und der Professor legt größten Wert darauf, dass ein Bischof auf Nummer 7 alle 10 Minuten gecheckt wird. Wenn er Schmerzen hat, kriegt er so viel Morphium wie nötig, okay? Okay. Bevor ich Sie mit dem Segen entlasse, möchte ich für einen sehr kranken Freund, unseren Bischof Johannes Neubauer, eine Minute des stillen Gebetes einfügen. Möge der Herr ihm die Kraft geben, seine Leiden zu überwinden und über den Schmerz hinaus Gottes Hand zu ergreifen. Amen. Aber lauf nicht gleich weg. Ich habe einen Auftrag für dich. Das Bild habe ich eigentlich dir aus Rom mitgebracht. Du sollst es auch haben, aber vorher müsst du mir helfen. Du bist doch ein kleines Genie. Behauptet mein Mathelehrer. Dann wird es ja ruhig stimmen. Also Folgendes. Michelangelo war auch ein Genie. Aber hier, da hat sein Genius versagt. Ich möchte, dass sich die Finger von Gott und Adam berühren. Wie das anschließt, ist mir egal, aber schnell muss es gehen. Mit einem Farbkopierer müsste das gehen. Herr Kempfert. Ah, Herr Silenius. Sie sind ja so gut gelaunt. Haben Sie mir Gift in den Messwein geträufelt und wollen jetzt sehen, wie ich umfalle? Ja, das waren schöne Sitten bei den Borgias und Medicis in der guten alten Renaissance. Aber heute haben wir
Möglichkeiten weniger dramatisch zwar, aber durchaus sehr wirksam. Billig wird das nicht. Und lass mir eine Rechnung schicken. Alles klar. Wann kriege ich es wieder? Nach der Schule. Beglaubigt und genehmigt vom Weihbischof Hennig. Wir wollten St. Augustin ja schon 88 beim Abgang ihres Vorgängers schließen, aber dann kam ja sie. Gesegneten guten Morgen wünsche ich da noch. Mir läuft's eiskalt über den Rücken, wenn ich die Brillenschlangen sehe. Na, was Gutes bedeutet das nicht. Aber wo bleibt denn noch hin? Ja, Agnes, hat langsam Zeit. 2 Stunden vor Abflug müssen wir am Flugplatz sein. Flugplatz, Frau Bebel. Herr Stutz, nun lassen Sie der Frau doch die Freude. Ich wäre auch jetzt lieber in Gran Canaria auf dem Strand. Wäre noch nicht unbedingt mit Herrn Metzger. Ganz meinerseits. Sowieso rein platonisch, Herr Stutz. Sie können Ihre schmutzige Fantasie beruhigt wieder zusammenfalten und wegstecken. Warum geht's doch gar nicht? Am Sonntagnachmittag ist meine Weihe in Limburg. Und Sie wollten doch dabei sein, Frau Bebel. Diakon, was ist das schon? Sie tun ja gerade so, als würden Sie zum Papst gewählt. Na, was ist? St. Augustin. Die wollen St. Augustin schließen. Und Herr Kempfert? Er will einen Moment allein sein. Tja, was nun? Ja, und wo bin ich dann Diakon? Sehen Sie, am Ende alles für die Katz. Agnes, los, wir müssen. Komm, ich komm, kann doch jetzt komm. Hier nicht weg, da muss doch was passieren. Ja, aber gegen die Bürokraten kommen wir doch nicht an. Na, das wird jetzt sicher zeigen. Los, komm sofort hierher. Ja, wie, wieso? Zum was? Auto, du musst mich in die Klinik fahren. Aber Bischof Neubauer, da liegt doch im Sterben. Der hat keine Ahnung, was hinter seinem Rücken passiert. Die Jungfrau von Orléans, die lasst ihr nicht mal rein in die Klinik. Horst, bitte komm. Es ist der reine Wahnsinn. 1400 Mark, unsere schönen Tickets sind im Eimer, wenn wir nicht mal 12 am Flugplatz sind. Dann gehe ich allein zu Bischof. Ja, und Sie? Sie interessiert das wohl überhaupt nicht. Eine Jungfer von Orléans ohne Schlachtross ist sehr schwer vorstellbar. Wo ist denn der Metzger? Der Metzger zu tun, der muss 1400 Mark aus dem Reisebüro rausholen. Seine platonische Hochzeitsreise ist da geplatzt. Sie haben das Auto aber nicht geklaut. Das ist ein hässliches Wort, geklaut. Ich bin requiriert, ne? Für die Notlage. Wir müssen aber erst mal in den Blumengeschäft. In den Blumengeschäft? Ja, ohne Blumen, das geht doch gar nicht. Aber das müssen Sie doch verstehen, Freunde. Ich kann nicht plötzlich heiterei da nach Gran Canaria düsen, wenn meine Mutter im Sterben liegt. Ja, plötzlich. Nach langem, schweren Leiden. Plötzlich und unerwartet. Man darf sich eben nicht alles gefallen lassen. Der Kuh geht eben so lange zum Brunnen, bis er bricht. Ich habe ja immer gewarnt, aber der Prophet gilt nichts in der eigenen Gemeinde. Jetzt erzählen Sie mir noch keine Geschichten, Fräulein. Stecken Sie Ihre Nase lieber mal rein in das Kleingedruckte. Da muss was drinstehen über derartige Schicksalsschläge. Schicksalsschläge? 1400 Mark? Die wollen St. Augustin schließen. Wer? Das Ordinariat. Oh, das gibt's doch nicht. 1400 Mark für nichts und wieder nichts. Komm, ich komme hier gar nicht in die Tüte. Wenn ich von Pontius zu Pilatus laufe, die 1400 Mark will ich wieder... Was? Hallo, hallo. Was, wo sind wir denn hier? Denken Sie doch einmal nicht nur an Ihr Geld, Herr Metzger. Herr Kempfert, entschuldigen Sie. Stimmt das, dass St. Augustin dicht gemacht wird? Papa, hör jetzt bitte auf. Frau Mankeberg, kommen Sie mal kurz. Das dürfen Sie doch nicht mit sich machen lassen. Da müssen Sie was unternehmen. Ihren Freund, den Bischof, anrufen. Auf den Putz hauen. Bischof Neubauer liegt in der Klinik. Er ist zurückgetreten. Weihbischof Hennig vertritt ihn, bis sein Nachfolger gefunden ist. Ich denke, der Nachfolger sind Sie.
1800 Mark Miete im Monat im Eimer. Ja, ganz zu schweigen vom Sprudel- und Salatumsatz. Also wenn das alles ist, was Sie dazu zu sagen haben, dann tun Sie mir leid, Herr Maywald. Gehorsam. Bescheidenes Wirken im Stillen.